Hallo Schachfreunde, hier ist wieder der Sascha für euch. Heute mit mir dabei der liebe Raphael. Sag mal hallo Raphael. Hallo. Jawohl. Wir hatten ja beim letzten Mal mit dem Tom ein paar Schwierigkeiten bei diesem Format, dass das technisch mit der Akustik nicht so ganz funktioniert hat. Mittlerweile habe ich diesen Fehler ausgebügelt, aber da Tom die Aufgaben ja schon kennt, habe ich mir ein neues Opfer oder einen neuen Freiwilligen gesucht. Und das ist der liebe Raphael. Ja, Raphael, willst du noch ein paar Worte zu dir sagen, bevor wir loslegen? Möchtest du noch was loswerden an die Leute? Nicht wirklich, außer dass ich streame. Gut. Also Raphael ist selber aktiv als Streamer gerade geworden und ich packe euch alles, was ihr dafür braucht, nochmal in die Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten von der Spielstärke her, du hattest jetzt so vor dem Lockdown 1570 oder sowas, habe ich das richtig im Kopf? Genau 1500 eigentlich. 1500, okay. Alles klar. Hast aber relativ viel jetzt in der Zeit getan. Ja, kann man so sagen. Super, wunderbar. Ja, dann gucken wir mal, wie gut du dich hier mit den Aufgaben schlägst. Ja, wir machen weiter mit Aufgabe Nummer 5 im Prinzip. Du hast es ja bei Tom gesehen. Lass dir freien Lauf mit dem, was du halt siehst, was du findest, was dir irgendwie einfällt. Und ja, ich versuche immer so ein bisschen sonst zu ergänzen oder dich auf gewisse Ideen zu bringen, solltest du ja die Thematik nicht ganz erfassen, was so los ist. Okay. Super. Also, was man natürlich sieht, ist, dass die Grundreihe von Schwarz sehr schwach ist. Ja. Und dieser Bauer hier, der ist schon sehr weit vorgerückt. Und ich sehe hier so Gabelmotive. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich die Aufgabe schon habe. Okay. Also, meine Idee ist Turm E8. Finger muss schlagen. Und D7. Wenn. Okay. Der Turm wegzieht, dann schlage ich den Springer mit Matt. Und wenn der Springer wegzieht, schlage ich den Läufer und den Turm. Und der Läufer ist gefesselt und wird wahrscheinlich auch fallen. Und hier habe ich ja auch noch den Bauer, der dann hier schlagen kann. Deswegen sieht schon sehr, sehr stark aus. Okay. Ich sehe so auf den ersten Blick jetzt nicht, was Schwarz noch machen kann. Also gut, dass das natürlich passiert, dass er jetzt schlagen muss. Dann D7. Wenn der Läufer wegzieht, kann ich den Turm schlagen. Und der Springer ist gefesselt und den nächsten kann ich auch noch hier schlagen. Ja, also wenn du irgendwie zur Dame kommst, dann ist sicherlich vorbei. Genau, also gegen Schach gibt es nichts. Ne? Schwarz hat keine nervigen Schachs, die irgendwie zwischendurch sind. Ja. Aber was ist mit Springer D6 danach nach D7? Um den Turm auf C8 zu decken? Also Turm E8, Springer E8, D7, Springer D6. Genau, um den Turm zu verteidigen. Ja, dann würde ich sagen, kann man hier schlagen. Springer schlägt und A schlägt B. Und der Springer ist angegriffen, um dich droht zur Dame einzuziehen. Läufer C7 schlage ich halt den Springer. Jo. Also sieht eigentlich schon sehr, sehr stark aus. Jo, perfekt. Da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen. Das war genau die Variante, die man hier finden sollte. Hast du vielleicht noch ein ähnliches Motiv, was man hier überlegen könnte, was aber nicht funktioniert? Sofort D7, das geht. Nicht, weil schlägt Turm E8 und Springer F8. Jawohl, genau. Wenn du darauf hinaus wolltest. Jawohl, perfekt. Genau das wollte ich hören, dass wir auch mal das hier mitarbeiten. Ist natürlich super, wenn du gleich die richtige Lösung hast, aber ja, für alle anderen, die vielleicht gesagt haben, oh ja, ich fange hier mit dem irgendwie an und Springer kann ja nicht schlagen wegen Grundreinmatt. Aber das stimmt halt nicht, weil, wie du schon sagtest, kann hier der Springer halt wieder dann dazwischen. Von daher klappt das nicht. Aber die Variante, die Raphael hier angegeben hat, ist absolut korrekt. Man opfert zuerst den Turm. Wieder ein schönes Beispiel dafür, dass ihr ja mal Schachs berechnen solltet, wenn irgendwie was ist. Ne? Das ist ganz forcierte Variante. Er muss den nehmen. Jetzt D7. Ja gut, und wie gesagt, das Umwandeln in der Dame kann man natürlich nicht zulassen. Der einzige Zug, der das halt verhindert, ist dieser Springer, der jetzt halt den Turm deckt. Aber wie Raphael richtig erkannt hat, hier nimmt man halt einmal raus und nach Springer schlägt. A schlägt B. Ist dieser Bauer nicht mehr zu halten, da er den Springer angreift und droht einzuziehen und Weiß gewinnt, schlicht und ergreifend. Ja, perfekt, super gelöst, klasse Start hier rein in die Serie und dann lass uns mal gleich zur nächsten Aufgabe springen und mal gucken, wie es da ausschaut. Alles klar. Okay, Schwarz am Zug, oder? Ja, genau, also wir sehen es immer aus der Perspektive von demjenigen, der dran ist.
Okay. Und hier ist jetzt schwarz dran und ja, wie gesagt, erzähl uns mal, was dir so auffällt, was du so siehst, was dir für Ideen kommen. Ja, gut. Was natürlich sofort auffällt, ist hier dieser Schach. Mhm. Dann geht der König dorthin. Und... Warte mal. Hä? Achso, oh, der ist gefesselt. Sorry. Der ist gefesselt, ja. Sorry. Aber ansonsten, okay. Seherturm geht zwar nach einer schönen Idee aus. Dann ist natürlich das eine Überlegung. Mhm. Weil wenn die Dame schlägt, ist der Turm nicht mehr gefesselt. Okay. Und dann kann man hier schlagen. König muss dahin. Mhm. Turm. Und ja, das wäre in dem Fall schon matt. Jo. Deswegen auch, also bietet sich Dame D6 an. Aber was man natürlich überlegen muss, ist, ob Dame schlägt G7 nicht geht. Turm schlägt G7. Und ja, dann denke ich einen normalen Verteidigungszug und die Stellung ist ausgeglichen. Bist du sicher? Überleg noch mal kurz. Also, Dame schlägt D6. Dame schlägt G7. Turm schlägt G7. Achso, dann. Okay, auf den da kommt wahrscheinlich der da. Und das sieht matt aus. Okay, dann ohne G3 ist, denke ich, ungefähr ausgeglichen, oder? Also würde ich jetzt mal behaupten. Weil... Also gucken wir nochmal die Ausgangsstellung materiell. Hat schwarzen Bauern mehr? Und was ist jetzt in deiner Variante passiert? Wer hat was geschlagen? Was ist weg? Du hast das wurde eigentlich nur getauscht. Nee. Hat schwarz weiter einen Mehrbauer. Nee, nee, eigentlich nicht. Der. Doch. Nee. Also schwarz hat immer noch seine Dame und weiß hat seine Dame gegen den Turm jetzt gerade geopfert in deiner Variante. Also schwarz hat eine glatte Dame mehr. Oh mein Gott. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit gerechnet, dass die schwarze Dame dann auch weg ist. Ja. Nee, manchmal, in der Variante ist sie nicht weg. Manchmal rechne ich irgendwas, was gar keinen Sinn ergibt. Ja, dann bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Von daher, ja, kommt dir ab und zu vor. Gut, wenn ich hier schlage und er schlägt hier, dann habe ich natürlich einfach eine ganze Dame mehr. Genau. Deswegen, ich würde mal sagen, Dame schlägt die 6, bietet sich hier an. Aber... Ja. Hast du noch irgendwelche Gegenzüge für Weiß? Hast du noch irgendeine Idee, was er danach machen kann? Ja, ich glaube, Turm schlägt H7 geht noch. Mhm. Weil ich kann den Turm nicht schlagen, weil er gefesselt ist. Und ich muss mit dem König schlagen und dann kann er hier nehmen. Und ja, ich glaube, das ist dann höchstens Dauerschach für Schwarz, wenn überhaupt. Wobei ich denke, Dauerschach bekommt er. Oder das könnte sogar matt werden. Wenn der König mal hier... Nee, der Bauer entdeckt das Feld. Ich denke, das ist höchstens Remis für Schwarz. Und mit Mehrbau ein Remis möchte man nicht wirklich. Ja... Also ich rechne nochmal, Dame schlägt D6, Turm schlägt H2, König H2, Dame schlägt D6, Turm schlägt G2, König H1, Turm H1, Turm G1, König G2, Turm 8, G2, König H3. Und ich denke, das ist Remis. Ja, also ich sehe gerade jetzt nichts. Und die Variante ist ja auch eigentlich sehr forciert. So. Ja, die ist auf jeden Fall sehr forciert. Ob die wirklich Remis ist, wäre noch eine interessante Diskussion, die man führen könnte. Aber ja, gut. Okay, hast du noch andere Ideen für Schwarz sonst, außer Dame schlägt D6? Oder was würdest du spielen, wenn du dich jetzt für einen Zug entscheiden müsstest hier? Also Dame schlägt D6 würdest du wahrscheinlich nicht spielen dementsprechend, ne? Nein. Nee, okay. Also am Set hätte ich wahrscheinlich Turm schlägt G2 gespielt und wäre dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass er nicht geht. Oder ich hätte es noch früh genug gesehen. Ansonsten, boah, was kann man hier spielen? Ich meine, also der Bauer ist auch angegriffen, also. Ja, ja. Aber anscheinend ist gerade Weiß am Zug sich gerade. Ja, eigentlich. Wenn ich die weißen Figuren anklicke, kann ich mit denen Zug machen. Wenn ich die schwarzen anklicke, kann ich keinen Zug machen. Oh. Ich kann jetzt mit weißen Zug machen.
Oh, dann habe ich hier einen Fehler in dem Dings tatsächlich gemacht. Ja gut, da müssen wir das mal schnell hier händisch korrigieren. Das ist natürlich dann Quatsch. Korrigieren wir das mal schnell. Das Gut, wir können natürlich jetzt dann. sowas machen, so, dann habt ihr Das das auch natürlich erledigt. dann hier. Ja, Ja. genau. Dann habe ich da einen kleinen Fehler eingebaut. Ja, so schwarz soll schon dran sein. Okay. Also der Bauer ist auch angegriffen jetzt. Ja. Wenn man sich um den nicht kümmert, ist man matt. Also man, matt nicht, aber ja. Man könnte natürlich Turm C2 überlegen. Dame C2, sorry. Womit ich hier matt ruhe. Das Matt kann man gar nicht mal leicht verteidigen, sehe ich gerade, weil der Bauer ist gefesselt und angegriffen. Und wie will man den decken? Der da wird geschlagen. Der da wird, wenn die Dame hier steht, auch geschlagen. Der da wird natürlich auch geschlagen. Der da auch. Nee, der nicht. Oh, der nicht. Weil der immer fesselt ist. Richtig. Und diese Festung ist nervig. Richtig. Ziemlich nervig. Okay. Gut, also im Prinzip hast du das erkannt, was du erkennen solltest. Du hast erkannt, dass Dame schlägt D6 nicht zum Gewinn führt für Schwarz und du würdest auf jeden Fall was anderes spielen. Das war das, Ja. worum es hier im Wesentlichen geht. Trotzdem müssen wir noch mal so ein bisschen an der Taktik hier nacharbeiten. Denn nach Dame schlägt D6 ist es nicht nur so, dass Schwarz nicht gewinnt, sondern Schwarz sogar verliert. Echt? Da können wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja, der Zug verliert sogar. Gehen wir noch mal Okay. kurz in dich und überleg mal noch mal in Ruhe. Das findest du mit Sicherheit, aber du warst ein bisschen zu hastig in deinen Varianten, glaube ich. Guck mal Okay. noch mal in Ruhe drauf und überleg mal noch mal, was er weiß für Möglichkeiten hat. Oh, ja, ich hab's gefunden. Turm schlägt H2. König H2, Dame schlägt. Dame H5 matt. Ja, genau. Das Ja. war hier das, was es hier noch Hätte zu man auch finden sehen können. galt. Ja, das hätte man noch sehen können zu den Mattmotiven. Aber gut, zum Glück ist es hier beim gleichen Ergebnis gelandet, dass auch die andere Variante dich ja nicht zufriedengestellt hat. Aber ja, hier dieses Mattmotiv, das war halt das entscheidende Problem und dementsprechend, ja, geht Dame schlägt D6 von Haus aus nicht. Ja, aber gut, du hast hier dich trotzdem gut geschlagen bei der Aufgabe. Sehr gut, und jetzt hast du ja dann auch schnell erkannt, worum es hier geht, nachdem ich den Wink gegeben habe. Wichtig ist ja erstmal nur nicht in die Fallen reinzutappen und ja, halt zu erkennen, dass die bestimmte Motive halt nicht wirklich funktionieren und dass der Gegner noch eine Verteidigung dazu hat. Ja, und wenn auch ihr Lust habt, in einem dieser Videos mal dabei zu sein, dann meldet euch bei mir. Am besten auf dem Discord, da habe ich im Moment alles, was das angeht, vereinigt. Ich suche noch Spieler, ja, unter einer DWZ von 1500, gerne auch komplette neue Anfänger für neue Videoserien. Da habe ich einiges in Planung und suche halt noch Leute, die Lust haben, in so einem Video mitzuwirken. Ich denke, gerade für euch ist das dann auch ein toller Lerneffekt und für alle anderen auch mal ganz spannend, sowas dann hier zu sehen. Ja, wie gesagt, nehmt da einfach teil. Ansonsten würde mich sehr euer Feedback zu diesem Video interessieren. Nun mit dem verbesserten Ton, jetzt wo ihr das ja wirklich mal zum ersten Mal richtig wahrnehmen könnt, wie euch dieses Format hier gefällt, schreibt es mir noch runter in die Kommentare und wir sehen uns hier bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin, euer Sascha.